It's game time. Ja, herzlich willkommen zurück zu Metroid 2 Return of Samus. Wir haben beim letzten Mal endlich diesen fürchterlichen Spielabschnitt beendet. Hat auch lange genug gedauert. Und machen uns jetzt wieder auf zum Lavabecken. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir durch dieses Lavabecken müssen, was uns jetzt hier gleich noch erwartet, oder ob wir durch das müssen, was am Anfang oder an dem Hauptlavabecken ist. Das werden wir aber wohl gleich erfahren. Ne, wir müssen zum anderen zurück. Und können damit endlich erstmal raus aus diesem Loch hier. Ich bin mir recht ziemlich sicher, mit die nächsten beiden Erdbeben. Ja, erstmal wieder unsere triumphale Musik hier, die wir uns reglich verdient haben, würde ich mal so sagen. Bis zu den nächsten beiden Erdbeben dauert es nicht allzu lange. Ich denke mal, die werde ich jetzt in einem Rutsch schnell machen. Und ich glaube, es wartet auch eine weitere Metroid-Entwicklungsstufe auf uns. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Erstmal... Oh, das sind wir Kollegen. Erstmal wäre eine Raketennachfüllstation durchaus angebracht. So. Hier haben wir unsere Begrenzung und hier haben wir ein Metroid-Ei. Hey, klingt immer noch seltsam, aber bei weitem nicht mehr so nervig, furchteinflößend wie im letzten Abschnitt. Au. So, das sind eigentlich relativ lineare Abschnitte. Warten auch keine Items auf uns. Aber diese Gegner füllen unseren Energievorrat gut auf. Davon haben wir jetzt reichlich. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Raketen. Am besten so eine Nachtankstation. Hier auch mal so größere Raketen-Items geben, die dann mal eben auf einen Schlag so 20 Raketen nachfüllen. Hier ein wenig, ich wollte gerade sagen, ein wenig zu ruhig. Das muss ausgerechnet wieder so ein dicker Metroid sein, der ordentlich Raketen schluckt. Oh Gott. Das ist nicht unbedingt die beste Schussquote. Ein Erdbeben, ja. Und ich bin mir relativ sicher, auch der nächste, ja, zwei sind's. Der nächste Abschnitt dürfte auch nicht allzu lang sein. Frage stellt sich mir jetzt nur, müssen wir jetzt wieder zum Hauptbecken zurück oder in dem Becken von dem anderen Abschnitt? Naja, werden wir gleich sehen. Rückreise sollte uns nicht allzu viele Probleme machen. Ja, also hier ist noch Lava. Ach Gott. So. Ups. Ja, 15 Freunde sind es noch. Ich will noch nicht von Zielgeraden sprechen, aber den größten Teil haben wir ja schon
abgefrühstückt und das sind auch nicht mehr allzu viele Spielabschnitte, um das Ganze mal ein bisschen freundlich zu reden, aber bis zum Triumph ist es noch eine lange Zeit. Habe ich eigentlich schon was zum Endsequenz gesagt? Ah ja, egal, wir müssen auf jeden Fall jetzt zurück in das Schreckensloch und dort den Lavasee betreten. Endsequenz, also ich denke mal nicht, dass ich schaffen werde, die Beste zu kriegen. Dennoch werde ich mein Möglichstes tun. Und wenn es nicht klappt, seht es mir bitte nach. Wo ich eigentlich sagen muss, bisher sind wir ja gut vorangekommen. Und schon sind wir wieder da, in unserem Revier. Und ich nehme mal an, wenn wir jetzt gleich hier den Lavasee runtergehen, dann wird uns diese wunderbare Musik noch ein wenig begleiten. Genau so sieht's aus. Sollte eigentlich auch wieder eine recht lineare Angelegenheit hier sein. Okay, zwei Eier. Links, oben, links, links. Immer schön links entlang. Felsblock, keine richtige Abzweigung. Oh, also auf euch Plattform scheiße ich jetzt einfach mal. Dafür habe ich dieses schöne Spielzeug. Stellt sich jetzt nur vor, ich hätte dieses Item gar nicht mitgenommen. Hätte ich wahrscheinlich ein Lavabad nehmen müssen. Oder diese blöden Plattform. Wow! Okay, das hatte ich jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm. Gibt es hier unten zufällig noch irgendwie was? Ah, Energie. Ah, okay. Ich hätte mir jetzt echt lieber besser was anderes gewünscht. Denn meine Raketen neigen sich echt dem Ende. Wenn die mir jetzt ausgehen, ohne dass ich so eine Nachfüllstation finde, dann würde das ziemlich viel Zeit kosten, ihn wieder aufzufüllen, obwohl dann könnte ich noch im Drecksloch, in dem wir uns gerade befinden, wieder zu dieser einen Nachfüllstation im oberen Abschnitt zurückgehen. Würde zwar etwas Zeit beanspruchen, aber es würde auf jeden Fall schneller gehen, als bestimmte Feinde hier kaputt zu hauen, aber vielleicht ist bei dieser Abzweigung ja zufällig ein Raketennachfüllgerät stationiert. Wenn wir beim anderen schon was für Lebensenergie haben. Wow! Was war das denn für ein Kollege? Ja. Nee, also euch kann man auch nicht wirklich gebrauchen. Außer um in die Lava zu fallen. Jo. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, dieser Raum sieht doch ein wenig aus wie er gerade eben, wo unser anderer Freund war. Mit ein wenig Glück ist hier jetzt irgendwo unten. Ja, genau das. Genau das, was ich brauche. 170 neue Raketen. Und ein Erdbeben. Ja. Und 13. Was
Sollte das eine Unglückszahl für uns sein? Ich hoffe ja mal nicht. So, und ich denke, jetzt müssen wir wieder zu unserem Hauptknotenpunkt zurück und dort durch das Lavabecken gehen. Dann sollten wir in den nächsten größeren Abschnitt gelangen. Müsste dann auch, glaube ich, sogar der letzte größere Abschnitt sein. Und dort warten dann auch noch ein paar Items auf uns. Und ich hoffe, wir finden dort auch noch den letzten Energietank. Ich hoffe, ich habe den nirgendwo übersehen. Ich glaube, in dem Abschnitt hier, in dem großen Teil hier, da waren schon zwei. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nicht noch ein dritter war. Ich schätze mal, der wartet dann in der letzten Itemstätte auf uns. So, nur noch mal eben schnell eine Speicherstation finden. Das wäre ganz gut. Soll ich die hier nehmen? Oder noch nicht? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, komm. Gehen wir noch mal hier schnell zu der Speicherstation. Abschnitt gleich, den ersten Durchgang gleich nach rechts. Ich denke, das ist eine ganz ordentliche Entscheidung. Jo. Jo, dann werde ich hier jetzt eben abspeichern. 7 Stück. Ja, ich werde abspeichern und ja, sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.